herzlich willkommen wieder zum neuen Video. Wahrscheinlich schon eine bekannte Umgebung für euch, wieder Medicoach Bochum. Für jedermann oder für auch jede Frau hier gerne besuchbar. Das Studio. Auch Freizeit, Sport, Wettkampfathleten, alle sind hier willkommen. Und ja, worum es heute geht, wieder mal ein Formcheck von einem meiner Athleten oder auch besten Freunde, kann man es vielleicht sagen. Mit einer kleinen Vorgeschichte kann man sagen, was eigentlich ja schon sehr lange im Bodybuilding aktiv war, jetzt aber zuletzt im Boxen aktiv, glaube ich, von euch gleich mal ein bisschen mehr zu sagen. Und ist jetzt wieder auf dem Bodybuilding umgestiegen, kann man sagen, also auf dem Bodybuilding-Trip. Das heißt jetzt, wie lange bist du jetzt wieder im Bodybuilding-Bereich drin? Ein Jahr, oder? Ein Jahr, würde ich sagen. Ja, genau. Und wir haben jetzt, fangen eine Vorbereitung an für die Parkmeisterschaft, also da, wo ich meine Profikarte geholt habe, wo der Basti auch starten. Der ist letztes Jahr auf NRW gestartet in der Klassikphysik. Da mussten wir wirklich mit Hängen und Würgen reinschrauben, kann man sagen, ob das überhaupt passt. Vom Gewicht her halt. Ne? Und jetzt wollen wir mal gucken, dass es irgendwie Richtung Männer 4 geht, eventuell auch Männer 5. Basti ist so um 1,80 Meter groß, also gute 1,80 Meter, hat jetzt 115, 117 Kilo im Aufbau und Offseason. Gerade die Offseason angefangen, hatte jetzt auch wieder eine gute Regenerationspause, knapp 3 Monate. Ne? Wie ich da auch schon in meinem vorherigen Video angesprochen habe, ich mache das auch bei meinen Athleten, dass sie sich eine Pause gönnen, einfach wirklich auch mal für die Gesundheit alles rauszufahren, sich erholen, Kopf frei bekommen, Urlaub machen, ein bisschen weniger trainieren, weniger essen. Genau. Ja, fangen wir direkt mal mit dem Formcheck an, würde ich sagen. So, jetzt sind wir immer das Posen durchgegangen. Wie gesagt, das mache ich bei jedem meiner Athleten, die ich da persönlich treffe, dass immer das Posen durchgehen. Das Posen üben muss letztendlich auch jeder für sich selber. Das reicht nicht, wenn man das nur einmal hier übt. Das ist auch eine andere Position. Ich empfehle wirklich jeden Athleten, das schon eigentlich vor dem Diätbeginn mit anzufangen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten da Schwierigkeiten haben. Nicht nur mit den Posen generell allgemein, wie sie stehen sollen, sondern die Posen zu halten. Gerade die Posen jetzt länger zu halten. Wenn ihr jetzt mal mehrere Vergleiche habt oder auch ein großes Teilnehmerfeld, steht er umso öfter vorne, wenn er gut seid. Ne? Und da macht es schon Sinn, die Posen lange halten zu können. Ne? Genau, jetzt wie gesagt, habt ihr einen kleinen Formcheck gesehen. Wir sind noch ganz am Anfang, also bevor jetzt wieder die ersten Kommentare rauskommen. Sind noch 18 Wochen. Ja. Sind noch 18 Wochen. Wir werden jetzt gleichzeitig auch noch die Form verbessern und aufbauen. Ich werde euch das Ganze jetzt mal ein bisschen mit der Kamera mitfilmen. Das heißt, dass wir trotz Aufbauphase gleichzeitig mit der Form jetzt oder mit dem Körperfettanteil noch runtergehen. Ist auf jeden Fall machbar, wie gesagt, durch seine Pause, die er jetzt sofort hat. Der Start ist wieder eingestiegen und ja, guck mal, was dabei noch rumkommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Da wird noch einiges kommen. So, ich bin der Basti, ein Athlet von Kevin, wie er schon gesagt hat. Kevin macht es ja bei allen seinen Athleten so, dass man 3-4 Monate rausgeht, komplett ein bisschen regeneriert. Das heißt, wir haben die Vorbereitung vor 4 Wochen, glaube ich, angefangen, genau. Ich habe mit 105 Kilo eingestiegen, habe jetzt 117, 115, also morgens auf nüchternen Magen.
Ja, wie gesagt, habe lange Zeit viele Sportarten ausprobiert. Ich habe ganz lange Football gespielt, auch jetzt zuletzt geboxt und MMA. Und bin ja seit knapp wieder im Jahr dabei. Wenn man älter wird, ist Bodybuilding schon die entspanntere Version des Sportes. Hat auch einige Verletzungen, Brust mal abgerissen und so weiter. Deswegen mal schauen, was da so drin ist. Jetzt am 27. September starte ich in der EVLS Prag und mal gucken, was das Gewicht macht. Aber ich denke, Männer 5 sind mit 100, 506 Kilo ist vielleicht drin. Aber Gewicht ist ja nicht entscheidend, geht hier um die Form. Dann schauen wir einfach mal. Seid auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns. Ja, so, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Den Basti kennen wahrscheinlich auch die meisten durch Instagram jetzt aufgrund seiner Arbeit. Der Basti ist ja mein Physio oder der Physio eigentlich auch aller meiner Athleten, kann man sagen, oder fast aller meiner Athleten. Genau. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Vorbereitung angefangen. Ich werde mal den ganzen Verlauf jetzt filmen, wie der Basti sich entwickelt. Wie gesagt, bevor jetzt hier die großen Töne und Kommentare und negative Sachen kommen, ist es ganz, ganz der Anfang jetzt erst. Und das Ganze entwickelt sich noch. Ihr könnt euch auch mal ein paar Wettkampfbilder angucken von Basti. Der hat auch auf dem Instagram-Account stehen, wie das da aussieht. Also es sind natürlich wie Tag und Nacht, Aufbauphase und Diät. Da tut sich immer richtig viel, auch von der ganzen Optik einfach. Und Basti ist halt jemand, der auch extrem hart wird eigentlich, also so auch genetisch bedingt, der so richtig, richtig faserig, adrig wird und ja, wirklich extrem trocken. Ist auf jeden Fall dann schön mit anzusehen, den Verlauf. Und den werde ich euch mal auf YouTube jetzt mitfilmen und dann alles online stellen. Ich denke mal, vielleicht so im 6-Wochen-Takt ist ein ganz gutes, eine ganz gute Zeitraffer. Denke ich auch. Weil da sieht man auch genug Unterschiede. Macht es keinen Sinn, jede Woche da was zu machen. Weil wie gesagt, wir sehen jetzt auch eine Aufbauphase, wir werden auch noch keine Diät machen. Basti hat natürlich noch einiges an Wasser und er fällt jetzt drauf und drin. Aber wie gesagt, das wird sich gleichzeitig jetzt noch verbessern. Genau. In diesem Sinne, das war's auch schon. Ja, was wollte ich noch sagen? Vergesst das Like nicht, das Abonnieren nicht, das Teilen nicht. Subscribe. Und schön auf den Glock hier klicken beim YouTube. Und ich bin nicht fett, ja? Ja, für die ganzen Leute, die mich unterstützen wollen, könnt ihr mich jederzeit über die Peak-Seite unterstützen. Entweder mit dem Affiliate-Link, den habe ich hier eingeblendet. Das heißt, auch wenn die Ware rabattiert ist und mein Rabattcode dann nicht drauf gilt, könnt ihr trotzdem über den Affiliate-Link bestellen. Ich bekomme da 10% von. Auf nicht rabattierte Ware könnt ihr halt den Code Global 10 anwenden und nochmal 10% sparen. Schon mal vielen Dank für euren ganzen Support. Freut mich echt riesig.